Hey, mein Name ist Mario, ich bin Pastor einer internationalen Kirche in Bonn. Wir haben einen klaren Traum, eine klare Vision. Wir träumen von einer Kirche, die alle Nationen, alle Generationen mit dem Evangelium erreicht und sie zu Nachfolgern von Jesus macht. Nachfolge ist das Kernwort für uns in 2018. Wir möchten gerne Menschen ermutigen, Jesus nachzufolgen. Es ist nicht immer so einfach. Und es ist manchmal für uns auch alleine nicht möglich, Jesus nachzufolgen. Wir brauchen Freunde an unserer Seite, die uns ermutigen, die uns stärken, die uns unterstützen. Jemand, der ein Vorbild für uns sein wird in 2018, ist Matthäus. Warum Matthäus? Weil er war ein Live-Nachfolger von Jesus. Er hatte einen schwierigen Start. Er war der bestgehasste Mensch in ganz Israel. Er war Zollbeamter und das war damals kein angesehener Beruf. Und doch hat Jesus ihn erwählt, das Matthäus-Evangelium, das erste Evangelium zu schreiben. Wir wollen dieses Evangelium fokussieren in 2018 und vier Schwerpunkte mit dir studieren. Erstens, Gott ist groß. Nachfolge fängt nicht mit dir an, Nachfolge fängt mit Gott an. Wir werden Gebet und Lobpreis entdecken, indem wir Gottes Größe, Gottes Stärke bewundern. Und er gibt uns die Kraft, Nachfolger Jesu zu sein. Die zweite Reihe geht um Charaktergewinn. Hey, Gaben bringen dich an den Ort, wo Gott dich gebrauchen kann. Aber Charakter hält dich an diesem Ort dein Leben lang. Charakter ist so wichtig. Und das dritte ist Welcome Home. Entdecke Gemeinde als dein Zuhause. Ja, in der Gemeinde sind zerbrochene Menschen. Willkommen. Wir alle sind zerbrochene Menschen. Aber Gemeinde hilft dir dazu, dass du hineinkommen kannst in den Plan Gottes. Denn wir sollen uns einander helfen, diesen Plan Gottes zu verwirklichen. Und das vierte, du hast Einfluss. Du kannst deine Gesellschaft verändern, weil Gott hat etwas Einzigartiges in dein Leben gelegt, was kein anderer hat. Und ich möchte dich ermutigen, bei jeder Predigtreihe dabei zu sein und zu verfolgen auf Internet oder auf unserem YouTube-Kanal www.clwbonn.de. Hey, sei dabei und Gott segne dich.